Ne, hey, schon, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 Revelations 2. Ich kau euch jetzt hier nicht alles vor, Leute. Ich find's geil, wie du beides nicht kannst, aber das eine trotzdem tust. Hi. Kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie mit mir über Gott und die Welt reden? Hi. Du Stinkmorchel. Zack. Hättet ihr jetzt endlich mal... Follow me. Right. Geht doch. So, da wir halbwegs in Heil-Items ertrinken, kann ich auch mal ruhig ein paar benutzen. Okay. Ich mache auch fast alles gerade nur mit dem Messer. Also hier alles, was diese normalo Zombie-Gegner angeht, die mache ich eigentlich nur noch mit dem Messer. Einfach, weil es auch praktisch ist irgendwo. Laserfinger. Ich meine, wäre es Moria, würde ich einfach einen Stein benutzen, hier eine Brechstange benutzen, aber... Ja, das hat sich ja... Ne? Es ist immer noch deprimierend, ey. Die Samurai Edge ist immer noch cool. Wie kann man einer Waffe nur so einen coolen Namen geben, ey? Oh oh. Sorry. Ich habe hier ein ungutes Gefühl. So dieses Gefühl, dass ich hier nicht sein möchte. Sind wir wieder hier, nur bei Nacht? Und das nachts? Und Ziegel. This must be the way into the mine. Barry, there's a facility down below. I think that's where we'll find her. Is your memory coming back? It's hard to describe. I don't remember this place, but it feels like I've been here. Well, it's okay. These things take time. Don't push yourself. Laserfinger. Half a year of chasing scraps. I won't stop until I have all the answers. Man kann eigentlich schon richtig merken, wie sauer Barry ist. Verständlich. Das klingt voll wie unsere guten Glipglop-Fliegen. Ich weiß, sie heißen anders, aber ich nenne sie Glipglop-Fliegen. Because they are shit. Die sind echt böse. Nichts. Nicht mal eine Karte. Warte mal, wir sollen ja in den Untergrund. Also gehen wir erstmal nach oben. Da können wir hin. Da können wir nicht hin. Gut, dann will ich doch nochmal nach unten. Beziehungsweise hier mal reinschnüffeln. Sing. Mehr Erfahrung. Rauchpulver. So viel Zeug schon wieder, aber... Nichts, womit man es kombinieren könnte. Das Kombinierfeature ist teils ein bisschen schon beinahe unnötig. Aber auch nur beinahe. Nur ein bisschen. Laserfinger. Noch ein Stein. Kiste! Eine Kiste! So viele fucking Edelsteine. Achso, jetzt sind wir hier auf der Seite.
Nee, dann nicht. Wenn das tatsächlich... Ich hab ja Schiss, dass wenn ich jetzt da oben lang gehe, dass eins von den beiden jetzt der richtige Weg ist. Aber wir sollen ja runter. Meint das Spiel sogar selbst. Dann will ich nämlich trotzdem hier nochmal vorbeischauen. Cool, noch ein Stein. Und kein einziger Gegner, dem ich ihn geben kann. Laserfinger. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Mich enttäuscht du nicht? You won't trick me. I am Batman. Bin ich nicht, aber egal. Aha, noch was. Bah! Kann sie Explosivflaschen? Kann sie auch nicht ausrüsten. Wieso kann sie so wenig ausrüsten? Geh doch jetzt endlich runter! Okay. Sing. Das ist da oben, das hätten wir ja fast schon denken können. You will die. That's the She-Wesker, all right. Don't you worry. Together, we're stronger than her. Um genau zu sein, zusammen sind die hier alle stärker als sie. Um es ganz genau zu packen. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Mir war danach. Jackpot. Warnung vor Giftgas. Oh je. Klasse. Ich arbeite gern mit Giftgas. Nicht. Naja, immerhin wieder eine Karte. Laserfinger. Noch mehr Erfahrung. Schon wieder so viel wahrscheinlich. Pistolenmunition. Ah. You'd better stay here, sweetie. No way. I'm going with you. Are you sure you're up to it? All right. Hold your breath as long as you can. You don't want this crap in your lungs. Okay. Okay. Durchrennen ist kein Problem, nur zu lange drinbleiben ist nicht gesund. Das Problem ist, es gibt irgendwie keine Anzeichen dafür, wie lange du drin stehen kannst. Das könnte noch gefährlich werden. Ein Stein! Ich habe das Gefühl, das müssen wir jetzt ein paar Mal machen. Okay, go. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Oh shit.
Jetzt sehe ich's. Oh, shit. Oh, komm schon, Kleine, komm hier raus. Komm da raus. Das ist nicht nett. Mich hier in so eine Situation zu stecken. Okay. Weiter im Text. Ach, das ist ein... Warum liegt da ein fucking Stein? Fuck. Monster. Respekt, Kleines. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, shit. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Gottes Willen. Follow me. Right. Just stay there. Okay. Ach so, man wäre dann... falsch gelaufen, quasi. Okay, verstehe. Ja, ich sehe schon auf der Karte, man wäre hier jetzt rumgekommen und hätte... Ne, wegen einem Smaragd gehe ich jetzt nicht zurück. Just stay there. Okay. Follow me. Right. Ich gehe jetzt nicht wegen einem Edelstein zurück. Könnt ihr euch abschminken. Nicht wegen ein paar Erfahrungspunkten. Das ist es mir dann doch nicht wert zu krepieren. Ach du Scheiße. Ah, shit. Just goes down and down. That's where she is. Let's look for a way down. Runter. In das Gas. Barry, das ist nicht deine geilste Idee, nur mal so. Ich bin so voll an Zeug. Scheiße, ich hab meine Dings ja da gelassen. Ich bin so voll mit Barry. Also entweder bin ich mit Barry fucking overpowered as fuck. Oder ich habe mit ihm einfach weniger Probleme. Oh, eine Werkbank. Einfach Desinfektionsmittel? Anti-Rückstoß. Du kannst das gut gebrauchen. Feuerrate. Kann ich eh nicht machen. Ach so, das geht dafür gar nicht. Machen wir so. Lassen wir die Python mal weiter zu Hause. Ich glaube nämlich, eine Pumpgun zu haben, dürfte sich noch als nützlich erweisen. So wie immer. Eine Pumpgun zu haben, ist immer was Gutes. Lift-Aktivierungsschlüssel. Ja, sofern wir den Schlüssel hätten. Die Frage ist nur, wo gehen wir jetzt am ehesten hin? That's a ventilation system. If we can get it working, it might clear out the gas for us. Also haben wir zwei Missionen gerade. Das Gas loswerden und den Schlüssel finden. Gehen wir erstmal hier lang. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ich glaube, an denen vorbeizusneaken mit dem Gift. Ich weiß ja nicht, ob der da oben mich bemerkt.
wenn ich versuche, mich hier vorbeizuschleichen. Ich versuche auf jeden Fall, ihn hier loszuwerden. Wobei, das geht hier nur straight runter. Wenn ich also da unten bin, bin ich dem da oben ausgeliefert. Ich meine mit... Warte mal. In seinem Bein. Okay. Sein rechtes Bein. Den haben wir. Wow, der andere hat das gar nicht mitbekommen. Das ist sehr effektiv gewesen. Ja gut, dann warten wir, bis er sich davon geschmolzen hat. Und machen einfach hier einen Stealth-Angriff. Klare Kiste. An deinem Arsch verschwende ich keine Munition. Auf welch denn dem Gas ausgesetzt bin. Aber das sollte für den kurzen Moment, den ich hier brauche, nicht von Belang sein. Jetzt bin ich jedoch... Okay! Wap, wabadabadabdab. Nochmal hoch. Soll ich sie mitnehmen oder hier lassen? Ach komm. Man kann ja hier überall hochklettern. Das ist ja nicht unser Problem. Sie bleibt eh da. Okay. Ich hasse sowas. Brauche ich sie da? Hä? Geht mal beide erstmal in Sicherheit. Oder da hoch. Just stay there. Ah, ich sehe schon, da ist ein Loch. Aber da ist so ein Penner. Man muss ja echt gucken mit diesem Gas. Das ist voll nervig. So, da kann ich durch, aber... Ja, da liegt einer. Da liegen zwei. Also will ich durch und das Ganze einfach nur aufschließen. Ja. Das war der eine. Just stay there. Okay. Hat der andere sich entschlossen, keine Lust zu haben? Nun gut, der andere hat sich dazu entschlossen, keine Lust zu haben. Und ich bin voll. Ist das dein fucking Ernst? Nimm doch die scheiß Teilebox mit. Ist ja gut, hör auf zu ersticken. Alter Verwalter. Es ist echt tricky hier. Ach, guck mal, eine Kiste. Eine Kiste. Ihr wollt, dass ich da jetzt echt eine Kiste hinschleppe. Fein. Ich soll da jetzt tatsächlich eine Kiste hinschleppen. Nimm doch die Kiste jetzt. Ihr seid doch wahnsinnig. Mit dem Gas macht das Ganze echt ziemlich stressig. Ich frage mich, ob ich irgendwie eine Gasmaske finde oder sowas. Hinlegen, rauf da. Ich kann auf die Kiste reicht auch schon einfach. Okay. Stay there. Gotcha.
Husten, husten. Schieb den Barry. Herzhaft, muss ich eigentlich alles hier selber schleppen? Come with me. Coming. Ich bin echt super voll. Ich kann auch nie was miteinander kombinieren. Warum hab ich... There's something ahead. Be careful. Hä? Ach, lass mich raten. Jetzt steht der andere Penner gleich auf. Tagebuch des Minenarbeiters. Endlich gelegen, Richtig coole Chefin. Kohle. Klasse, wir sind beide voll. Ich brauch das Rauchpulver. Ganz ehrlich, egal was das nächste Mal passiert, wir finden es dann morgen raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.